ey. Wir brauchen den, der am Boden liegt. Studenten können sehr gut singen, die gehen häufiger feiern. Oh, 1920. Wir direkt versucht zu argumentieren, ne? Und dann kommt der Professor durch, weißt du? Hat das ja alles auch durchgemacht, der war auch mal Student. Der ist ja, wir können genau. Ja als Chorpol starten in allen drei Streams. Wer singen soll? Nein. Nein. Mit mindestens Doppelvotes. Ja, also was macht ihr jetzt? Habt ihr euch jetzt entschieden? Ich bin gerade noch die Melodie am Austüfteln. Ja, dann tüftel du mal. Also ich würde sagen, wir übernachten erstmal. Ja, wir übernachten, würde ich auch sagen. Was kommt denn jetzt? So, jetzt geht's los. Was war das? Elton schickt YouTube. Nee, Zockermade. Er hat das Lied geschickt. Ja. Ja, das, wie gesagt, die Noten habe ich ja vor mir. Das Problem ist, du musst es ja rückwärts singen. Also Wort für Wort. Das, also ändert sich die Melodie total. Ganz ehrlich. Das ist doch scheiße. Lass mich einfach liegen. Jetzt, ganz ehrlich, ja, ihr macht das wieder ein bisschen zu kompliziert, so wie ich das gedacht habe. Ja, du genauso. Ja, wer so ein Lied auswählt, Arschkeks? Im Grunde, wenn ihr das doch rückwärts singt, ist es doch so wie das Original, oder nicht? Nein. Nein? Weil du sprichst ja die Wörter ganz anders. Ergo verändert sich die Melodie komplett. Jetzt würdest du singen, Signore mi. Ihr habt den Text so stehen. Ihr müsst den Text, den ihr jetzt habt. Aber ich hab's. Den Text, den ihr jetzt habt. Der muss doch rückwärts gesungen werden. Ja, aber auch passend natürlich mit der Melodie. Ja, du kannst nicht einfach die Melodie umdrehen, weil die Betonung für den Arsch ist. Ich verstehe mich. Den Text, den wir haben, rückwärts. Ota, Dual, Is. Nicht buchstäblich im. Rückwärts, Wort Nein. Für Wort. Ah, okay. Signore, mi, sie, lauda. Also, so, okay, wenn wir es rein mit der Melodie nehmen, dann könntest du es machen. Signore, mi. Si laudato, signore mi. Ihr habt den Originaltext, den sie für die Beschwörung benutzt haben, den habt ihr so da stehen. So wie ihr den jetzt singen würdet, so würdet ihr das Vieh beschwören. Andersrum, also wenn du mit Laudato anfängst. Laudato si. Ach, also das heißt, wir müssen einfach nur jetzt das Originallied Laudato si singen. Ja. Das sagt das doch mal, Tonno! Ehrlich, weißt du, ihr habt den Originaltext und der Originaltext muss rückwärts gesungen werden. Wir wären schon 10 Minuten weg. Ich dachte, das wäre schon die Rückwärtswahl. Also so nett bin ich doch nicht. So nett bin ich ja wohl wirklich nicht, dass ich euch schon direkt die fertige Antwort gebe. So. Dadurch, dass ja jeder singen kann, das Lied, ne? Brauche ich ja nicht singen. Naja. Dann geht's. Dann würde ich vorschlagen, wir singen jetzt. Wir bringen es hinter uns, ich will hier raus, ganz ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock auf diese scheiß Bude hier. Es ist kurz vor Mitternacht. Ich ahne Schlimmes. Also, ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Herr Kugel, kennst du dieses Scheißlied? Nein. Ich auch nicht. Ihr wollt mich doch verarschen! Ich bin Franzose, ich kenne sowas nicht. Ich habe gehört, die Franzosen sind ganz gewaltig gottgläubig. Die Franken. Ich denke nicht. Nein, du sei ruhig, du bist bewusstlos. Ich würde mal behaupten, morgen wird sich das auch nicht ändern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Dan morgen wach ist und singen kann, ist auch nicht besonders groß. Ja, warte doch mal eben ganz kurz. Wir haben keine Zeit, es ist bald Mitternacht. Ja, ist ja richtig. Ich will ja nur eine Frage an den Spielleiter stellen. Break. Du sagst, wir müssen den Text also dann jetzt im Grunde genommen das richtige Laudato Si singen, richtig? Ja. So, dann habe ich jetzt aber eine Frage bei dem letzten E, was da fehlt. Ist wirklich so. Ist das wirklich im Original? Oder? Ist das so? Ja, die singen echt, ich habe hier den Text vor mir, die singen... Singen jedes Mal Senior und am Ende Senior. Mi, Senior. Okay, ja gut, okay. Ja, und was machen wir jetzt mit unserem Edgar? Soll er jetzt mit Messer da stehen? Ganz toll. Er gibt doch eine Knarre da. Ich geb meine Waffe jemand in der Hand, der sich ein Messer kauft im Waffenladen. Klar doch. Also ich habe im, ich werde das schon packen. Ich werde das schon packen. Mit deinem Messer, super. Ich sehe also. Was? Das ist kein Messer, das ist ein Florett, also wirklich. Kurz, off-screen, Schwarian Spielleiter, was hätte er für eine Chance zu treffen, wenn ich ihm meine Knarre geben würde?
Was habe ich denn da? Die Frage ist ernst gemeint, weil ich habe mit meiner Waffe eine 65%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Schrot. Die Frage hat er 30. Die er hat 30. So, Und Faustwaffe hat er 20. Ich wollte gerade fragen, wo kann ich das nochmal sehen, was ich, Fertigkeiten oder ganz unten bei Waffen. Was, Faustwaffe habe ich 20? Was? Da bin ich ja auch im Nahkampf voll schlecht, vielleicht muss ich doch singen. Bei Waffen habe ich aber nur Faustschlag, Kopfstoß, Fußtritt und Ring stehen. Wo steht denn Faust, weil ich Feuerwaffe kommt nach Fahren. Feuerwaffe 95. Ich habe bei meiner Faustfeuerwaffe habe ich 95, Leute. Ich bin Meisterschütze. Oh, der gleich eine 100 also, ja, das wäre ja wohl der Hohn schlechthin, ne? Also ich bin, mal, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Faustfeuerwaffe, die Prozentzahl und die Prozentzahl, die bei der Schusswaffe selber dabei ist? Faustfeuerwaffen sind Revolver und so weiter. Mhm. Und Schusswaffe hast du als Talent hier nicht stehen. Ja, habe ich separat, ja, durch das Repetiergewehr. Ich habe hier Schrotflinte, habe ich 30%. Gut, dann hat es also schon geklärt. Ja, ich habe ja ein Gewehr und keine Pistole. So. Und das Gewehr, die Schusswaffe, die hat separat eine Prozentzahl. Ja. Dementsprechend frage ich, wenn ich ihm mein Repetiergewehr geben würde, was hätte er für eine Chance zu treffen? Das sagst du 30%, oder wie? Ja. Ja, die hätte ich aber auch nur. Also, es wäre vom rein logischen her, wäre es besser, wenn ich Waffe halte. Ja, ja. Ich habe 95%, Leute. Also, ich kann fast nicht daneben schießen. Okay, sag mal so, ich bin anscheinend der Einzige, der hier das Lied singen kann. Ja. Und 30% der Schusswaffe dem Kerl zu geben, ist wahrscheinlich besser, wie ihn mit einem Messer dahin zu stellen. Richtig. Ja, sehe ich auch so. Gut, jetzt. Dann gut. Singt, ich halte Wache. Wir haben immer noch die beiden Kerzen. Frage an den Spielleiter. Ja. Ja. Die sind aber zur Hälfte abgebrannt. Ja, zur Hälfte reicht. Dann würde ich sagen, stellen wir die in der Mitte von den beiden. Ich denke mal, die setzen sich ja garantiert hin. Die bleiben ja jetzt nicht 2 Stunden stehen, oder? Ihr müsst einige Vorbereitungen für das Projekt machen. Das müsst ihr jetzt starten. Ja, gut, dann sollten wir das tun. Los. Dann fangen wir jetzt an. Bereiten wir vor. Ja. Was musst du denn vorbereiten? Ja, das musst du uns gerade nochmal sagen. Sei mal jetzt ein ganz lieber Spielleiter und lies uns gerade mal vor, was auf diesen Scheißpapieren steht. Genau. Zuallererst muss ein Pentagramm gezeichnet werden mit der Kreide. Ja, gut. Ich habe gehört, hier unser werter Professor kann das ganz gut. Ein Pentagramm zeichnen. Na gut, ich mach das dann mal. So, er muss das Pentagramm gleichzeitig auch noch mit Zeichen besehen, aber er hat es alles vorgemalt auf dem alten Tagebuchseiten übrigens. So, dann müsst ihr das Feuer im Kamin entfachen. Boah. Ist auch ziemlich einfach, weil wir haben ja die Kerzen. Wir haben die Kerzen, genau. Und irgendeiner von uns hatte auch ein Feuerzeug oder Feuersteine, glaube ich. Das war, glaube ich, unser werter Student. Ja, dann greif mal in seine Tasche. Ich glaube, der hat da gerade nichts gegen. Mal ihn drücken. Müssen 2 Leute singen, Tatze. Und ich muss, glaube ich, singen. Wir kommen nicht drum rum. Endlich Freitag. Endlich Freitag. Also morgen ich gehe, der gute Cliff geht rüber zu den immer noch bewusstlos am Boden liegenden Stan. Durchwühlt seine Taschen. Ja, du hörst ihn schmerzhaft aufstöhnen. Ah. Das war nicht schmerzhaft. Das war notgeil. Also wieder ein Student, Entschuldigung, der nicht rankommt. Entschuldigung, Stan. Unser lieber Wirt. Jetzt! Also, der Cliff entschuldigt sich bei Stan. Bindet letztendlich auch die Streichhölzer. Mein Pimmel. Jetzt ist halt die Frage. Hier. Ganz ehrlich. Das Regal an der Wand. Was ist denn jetzt los? Das Problem ist, wir haben einen schönen Kamin, wir haben auch Feuerzeug, aber wir haben kein Brennmaterial. Das heißt, wir müssen erstmal demolieren. Doch, der war ja vor kurzem erst an. Das habe ich in der Tasche. Wir haben Zunder. Teig, du hast schon mal probiert, verkohltes Holz anzuzünden? Teigähnliche Substanz und Zunder haben wir. Zunder haben wir auch. Stimmt. Die teigähnliche Substanz braucht ihr aber für was anderes. Ah. Ich würde auch, da der Ansatz vom guten Cliff ja nicht ganz verkehrt war, ich würde sagen, wir zerlegen den Schrank. Und hauen den mal provisorisch in den Kamin rein. Ja! Ja. Also, da ja während eurer Vorbereitung ja.
hört ihr ein Kreischen und ein Krachen, das nach draußen verschwindet. Ja, das passiert. Passiert mir nicht. Wir sind gerade in Vorbereitung, irgendwas zu binden, was... Ja, was der, Cliff, leicht erschrocken, zückt sein Repetiergewehr oder hebt es für mal auf, da es zur Seite gelegt hat, um den Schrank zu demolieren. Und hält es in Richtung der Zimmertür, die letztendlich nach zu Richtung Eingangstür geht. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Geräusch? Das hat sich... Also das war bestimmt nicht der Alte, den wir gesehen haben. Vielleicht war das das Viech, was Dingens gesehen hat. Vielleicht ist es frei. Egal was es ist, wir sollten uns lieber beeilen. Aber wenn wir das machen, um es zu binden... Es ist schon weg. Und selbst was noch binden. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich A, immer noch nicht eigentlich an diesen Käse glaube, so ganz. Und B, ich gehe lieber das Risiko ein, dass es immer noch hier ist und es war irgendwas anderes, als dass am Ende was schief läuft. Also, weiter. Okay, ihr macht weiter eure Vorbereitung. Okay. Wer kümmert sich denn um das Feuer? Ich denke ich, weil der gute Cliff demoliert ja den Schrank. Und dann könnte ich ja, oder nee, stimmt gar nicht, ich kann ja Cliff machen, weil er hat ihm ja auch die Streichhölzer dem Sam entrissen. Ja. Ich halte derzeit immer noch Wache, sage ich einfach mal so. Dann hätte ich gern vom Cliff trotz allem halt eine Gewandtheitsprobe. Gewandtheit, brauchen wir denn Gewandtheit? Gewandtheit. Mal 5 musst du hier nehmen, die 10. Die also 50. Moment. Oh je. 50%. Den W10 mal 50. Nochmal, hä? Wie jetzt? Du hast Gewandtheit 10, das ist quasi... Achso, ja, okay, jetzt, Entschuldigung. Gut. Davon wird immer der Fünffache kriegt man das nicht ein bisschen erleichtert, weil das ein olles, altes Holz ist? Komm, du kriegst von mir 15%, weil du Zunder und einen Feuerschein hast. Yes, 65%, so, das klingt immer am Deal. Ich hab die 70. 50 plus 15 sind 65 bei mir und 21, oh, ich bin doch ein Gott heute. Ja. Relativ zügig bekommst du ein Feuerchen im Kamin an. Sehr schön. Habt ihr denn eigentlich Holz für 2 Stunden? Ja, hier liegt das ganze... Wir haben den ganzen Schrank zerlegt. Ja. Also, Entschuldigung. Wahrscheinlich, außerdem besteht die ganze Bude hier aus Holz, also ich glaube, da haben wir ganze Hütte angezündet hier. Zur Not nehmen wir den Esstisch da oder den Stuhl, okay, oder was, ja, auch, was auch. Am Ende steht nur noch der Dachboden, weil der Rest wird zerlegt. Weil wie gesagt, das wird auch Aufgabe des Wächters sein, das Feuer auch zu schüren. Ja. So, also das Feuer schon brennt. Werde ich, denke ich mal, hinbekommen. Hoffe ich. So, Feuerchen brennt, Pentagramm ist auf dem Boden. So, sehr schön. Die beiden schwarzen Kerzen sind neben dem Pentagramm positioniert. Ja. Der kleine Sarkophag liegt in der Mitte des Pentagramms. Ja. Und als nächstes, bevor ihr die Beschwörung startet, und das ist wirklich jetzt letzter Punkt vor Schluss, vor Mitternacht, müsst ihr etwas von dem talgähnlichen Pulver im Kamin verbrennen und dann müsst ihr sofort anfangen. Sofort anfangen? Oder was war das jetzt? Dann müsst ihr sofort anfangen, ja. Ja, weil du bist auch manchmal, der letzte Satz ist manchmal ziemlich abgehakt. Ich versuche ein bisschen näher ans Mikro zu gehen. Ja. Ich dachte, es käme jetzt abhauen oder so. Hätten wir das jetzt nicht nachgefragt und es wäre wirklich abhauen gewesen, weil das Ding explodiert, weiß ich nicht. Ich gucke jetzt gerade mal kurz durch meine Einstellung vom Teamspeak ein kleines bisschen runterschrauben, was die Sprachaktivierung betrifft. Und schon war der Metzel weg. Nee, so, schon, ja, bin ich wieder da. Da kannst du das Ganze nämlich ein bisschen leiser machen, ja? Weil der Tonno wird uns ja jetzt nicht in Real Life 2 Stunden singen lassen. Wir haben doch gesagt, wir sitzen bis 2 Uhr. Wir müssen doch die Zeit füllen. Auf jeden Fall kann ich das Ganze dann ein bisschen leiser machen, während dann hier beim Rest ja noch irgendwas passiert, garantiert. Was man dann hört, während ich so leise vor mich hin murmel. Und zwar so leise, dass der Tonne es nicht richtig hören kann. Okay. Okay. Also wir müssen uns jetzt sozusagen den Text aufteilen. Die ersten 2 Zeilen liest der, singt der eine und den anderen... Nee, wird durchgehend gesungen. Es wird durchgehend gesungen. Nur einer von euch kann zwischendurch mal Pause machen und der andere muss dann weiter singen. Nee, ohne Scheiße müssen wir jetzt hier länger singen, oder? Ich werde es so machen. Wir werden ab und zu euch singen lassen. Das werde ich knallhart durchziehen. Mhm. Dann werde ich einen kurzen Break reinlegen, damit ich noch ein paar Sachen als Aktion mit reinbringe.
Klar. Oder dann quasi Feuer geschürt wird oder sonstige Sachen machen müssen. Dann können wir wieder zum Singen zurück, weil es so viel Spaß macht. Und so weiter und so fort. Ja. Muss ich jetzt das Original O mitsingen, was halt im Original Test One ist, oder wirklich nur das, was hier jetzt steht? So, wie du den Text vor dir hast. Gut. Also ohne das O. Ja, schmeißt mal langsam dann das Pulver. Okay, müssen wir so im Pentagramm Platz nehmen? Nein, um das Pentagramm, nicht im. Gut, also Cliff. Aber die dürfen sich setzen? Müssen sie stehen? Sie sitzen, stehen ist ihnen überlassen. Aber ich sag nochmal voraus, in den Berichten stand, dass das Monster im innerhalb des Pentagramms erschienen ist bei der Beschwörung. Es ist erschienen. Gut. Sie haben es ja beschworen. Also der Cliff, ich positioniere mich mit meinem, ich positioniere mich hinter den äußersten Rängen des Pentagramms. Und zwar so, dass ich den Kamin zu meiner Linken sehen kann im Augenwinkel. So. Ich stelle mich dann mit dem Silberpulver an den Kamin, dass ich, wenn ich das Zeichen kriege von den beiden, dass sie bereit sind, dass ich das Silberpulver reinschmeißen kann. Und ich stelle mich dann auf die genau gegenübergesetzte Seite von Metze. Cliff. Von Cliff, genau, damit ich auch den Kamin im Auge behalte. Gut, dann frage ich oder die werten Kollegen. Oder noch besser, damit ich vielleicht so ein bisschen zur anderen Seite gucke. Ich muss genau wissen, wo liegt Stan? Ja, wo liegt Stan? Auf dem Dachboden. Ich würde sagen... ins Pentagramm. Ja, ins Pentagramm, klar. Wir wollen das Viech binden, da eventuell... Blutopfer. Kommt das, ich würde sagen, ich ziehe den so ein bisschen in Richtung Kamin. Nicht, dass er direkt davor liegt, damit, wenn gleich das Pulver wirklich zündet... Ich zittere mir jetzt gerade. Deswegen würde ich sagen, ein bisschen Wärme für den Körper. Vielleicht ja wirklich durch den Blutverlust kriegt er Unterkühlung, Gedönse, hast du ja nicht gesehen. Also, wie jetzt ernsthaft die Fragen hier reinkommen, müssen die jetzt wirklich 2 Stunden singen? Ja, bei mir auch. Bei mir fragen die das auch. Also wie gesagt, ich leg den Stan so ein bisschen in Richtung Kamin, dass er Wärme abbekommt. Ja. Damit das Tuch weiterlaufen kann. Genau. Nein, bei Wärme gerinnt das. Du mich auch. So. Ich frage meine werten Kollegen, seid ihr soweit? Kann ich das Silberpulver in den Kamin hauen? Ich konzentriere mich auf die nächsten 2 Stunden oder lass schon mal rüber sehen. Blicke den werten Herr Kühl nur kurz an und gebe ein knappes, aber deutliches Nicken von mir. Okay, bevor das jetzt passiert, noch einmal. Ihr beide müsst aber trotzdem einigermaßen einheitlich hinterher singen, ne? Ach du Scheiße. Wie soll das denn mit Delay funktionieren, du Rindvieh? Genau. Das könnt ihr einigermaßen hinkriegen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das Schöne ist, wir müssen unseren Delay beachten, gleichzeitig noch den Delay zum Tonno, gell? Ja, das ist aber blöd irgendwie. Wir werden's ja sehen. Naja. Ja, toll, da packen wir das, also da kommt der, gescheitert das Ganze, fickt euch! Ihr macht das schon. Please press a button to continue. Und jetzt bitte wieder in-game. So. Also, vom guten Cliff habe ich das okay gekriegt. Edgar, wie sieht's bei dir aus? Okay, sieht's gut. Ich nehme eine Handvoll von dem Silberpulver und haus in den Kamin rein. Es entflammt. Laudato si, mi signore, laudato si, o mi signore, laudato si. Oh mi signore, laudato si, oh mi signore, laudato si, oh mi signore, laudato si, mi signore, laudato si. Okay, wir könnten eine kleine Pause machen. Gut. Sind wir nicht schön! Während die anderen im Hintergrund leise weitersingen. Laudato si. Werden laute Geräusche auf dem Dachboden weit. Irgendwie ist die Kreatur auf dem Dachboden ziemlich wild. Es kann uns ja egal sein, solange es nicht runterkommt. Also ich konzentriere mich weiter darauf, dass ich die beiden im Auge behalte und dass ihnen nichts passiert. Also aber immer mit der Waffe halt im Anschlag. Während an eurer Stelle voll verrammelt. Übrigens, Dave, möchte ich von dir jetzt eine Stabilitätsprobe. Eine Stabilitätsprobe? Die Stabilität. Ihr habt nämlich genau den richtigen für die Wache ausgesucht, hätte mich den niedrigsten Stabilitätspunkt. Ah, super!
Du ja, scheiß invalider Franzose! Ruhe jetzt! So, Stabilitätspunkte habe ich 30. Ja, du musst unter 30% werfen. Also auch wieder den 100er Würfel da und den D10, ne? Ja. Huch, mein Gott, ne, Alter, das mit dem Delay geht mir aber doch ein Biss. Geht mit dem Finger weg da jetzt! So. Trommelwirbel? Bitte schaff einmal etwas in deinem Leben. Sei ruhig. Nur einmal. Kritischer mit Erfolg 100. 16. Ja! Sauber, damit kannst du auf jeden Fall einen Haken für die Probe machen, für Stabilität. Achso, ja, warte. Wo mache ich den? Schreib's dir irgendwo auf einfach. So, Dave lässt sich tatsächlich nicht davon beeindrucken, dass da oben ein Riesengepolter ist, was nicht von dieser... Wer lässt sich nicht Entschuldigung, Hercule Poirot lässt sich davon nicht beeindrucken. Danke. Und obwohl dieses Nicht-Gepolter nicht von dieser Erde ist. Und wir gehen zurück zum Singen, bitte. Zu was? Wir singen. Laudato si, mi signore. Laudato si. Mi signore, laudato si, 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 mi signore, laudato si. So, okay, langsam, ist die erste halbe Stunde rum. Boah, erst. Während sich Mr. White und Cliff ein wenig abwechselnd im Singen, hält Hercule Poirot Wache und Stan scheint sich langsam ein wenig zu regen und aus seiner Ohnmacht zu erwachen. Aus seiner Ohnmacht zu erwachen? Stan, du wachst auf, hörst einen komischen Singsang und liegst an einem Feuer. Oh, was ist hier los, ihr Penner? Was jetzt machen? Presse. Stan, alles... Stan, alles in Ordnung? Abgesehen davon, dass dein Arm fast ab ist, aber... Scheiße, was passiert? Stan, wir haben das Ritual begonnen und... ohne mich! Der gute Edgar und der Cliff, die sind dann jetzt schon dabei zu singen. Also Stan, nicht unterbrechen. Bitte. Haben wir gerade... Hab ich gehört. Ich habe so schön geschlafen. Ich gehe jetzt gerade mal davon aus, dass der gute Edgar gerade mit Singen dran ist, dass ich gerade kurz Pause habe und die Zeit habe, mit dem guten Stan ein kurzes Wort zu wechseln. Sicher? Ja. Gut. Laudato si. Stan, tu mir bitte einen ganz großen Gefallen. Bleib einfach da sitzen, wo du jetzt bist und mach keine Dummheit. Wenn wir das hier versauen, haben wir ein tierisches Problem. Okay. Hast du Bier? Stopp. Stan. Ja. Ich möchte von dir eine Stabilitätsprobe haben. Okay. Weil ich bin noch. Ich wollte ihm gerade noch was sagen. Das ist. Das müsste ich besser voraus noch haben, weil er ist halt aufgewacht und hat sich wahrscheinlich auch sich angeschaut und sein Arm, der blutüberströmt ist, deswegen eine Stabilitätsprobe. Ergibt Sinn. Ja. Stabilität habe ich. Achso, was ist das? Probe mäßig? Du hast Stabilität ab momentan 62. Achso, nochmal. Ja, okay. Und was soll also, sagen? Also musst du unter 62 kommen. Ja, alles klar, okay. Wollte nur wissen, ob das auch der Wert ist. Hm? Geh doch hin, oder? Ja, 82. Da haben wir eine Scheiße. Nein, ich bin der Nulpe. Bitte 1W6 plus 2. Boah. Schaden auswürfeln. Stabilitätsverlust, oder was? Boah. Warte. Mal 5. Würfel jetzt. 7. Ohne 5! Du verlierst 7. Du fällst damit auf 55. So easy. Und Stan fängt an zu schreien, wie wild. Ah! Ah, das geht jetzt okay, möchte ich, dass der gute Edgar und auch Cliff eine Stabilitätsprobe machen, damit sie in dem Gesang drin bleiben. Oh, nee, Scheiße! Was? Echt? Ja, aber gut, das muss ja nur einer von euch packen. Das ist ja in Ordnung. Wir fangen mit Cliff an. Cliff hat 50. Cliff ist ja der bis heute noch jede Probe, der heute noch jede Probe gewonnen hat. Schnauze. Geschafft, 11. Boah, super. Ja. Also der Gesang wird schon mal aufrechterhalten. Das kommt noch Edgar. Mit 55. Lauda to see.
Mi Signore Laudato Si. Mi Signore Laudato Si. Er schafft si. 7%. Mi Signore. Boah, krass. Laudato Si. Si. Mi Signore. So, Dave, du siehst übrigens si. Mi Signore. Ja, gut, gut. So, ja, ich sehe Stan. Er ist außer sich, richtig? So. Ich hab da jetzt mal eine dezente Frage an den Spieleleiter, kurz off screen. Okay. Ich hab bei Faustschlag habe ich 65%. kann ich versuchen, den wirklich K.O. zu schlagen? Ohne ihm Schaden zu verursachen? Nee, ja. Das wird glaube ich nicht funktionieren, dass ich ohne den Schaden zuzufügen. Dann kriegst du eine erschwerte Probe. Wie viel? Kein Scheiß. Die Hälfte. Eine normale erschwerte Probe ist geteilt durch 2. Eine sehr erschwerte ist geteilt durch 5. Alter Vater, dann nehme ich den. Okay, dann frage ich anders, bevor ich sage, ich möchte die normale Probe machen. Schaden steht daneben. 1W3 plus 1W4 müsste ich dann aus. Und er hat nur noch 8. Oh. Scheiße. Naja, 1W3 plus 1W4 ist maximal 7. Dann wäre er bei dem Tode nah. Ja. Aber noch nicht tot. Okay, aber da kann ich will jetzt nur sämtliche Eventualitäten ausschließen. Sprich, wenn ich jetzt sage, ich nehme die erschwerte Probe an, also die Hälfte, sagen wir 37, müsste ich dann würfeln und ich gehe jetzt drüber. Kriegt er dann trotzdem diesen 1W3 plus 1W4 oder kriegt er dann mehr Schaden ausgerechnet? Er kriegt den Schaden, den du machen würdest. Den ich machen würde. Dann gehe ich tatsächlich das Risiko und sage, ich nehme die erschwerte Probe, also 37. Ja. Und versuch ihn tatsächlich K.O. zu schlagen, weil es hat keinen Sinn mit ihm. Dann sind wir mal gespannt. Der Küper ruft, um ihn K.O. zu schlagen. Ich leg die Würfel erstmal dahin. Na super, der Franzose versucht's. Ah. Ich sehe den ersten Toten. Würfel. 80. Was? 80. Oh, fuck. Würfel bitte den Schaden aus. Alles klar, ist tot, Alter. Na, noch nicht. Würfel den Schaden aus. Warte. Was war das? 1W3 plus 1W4. Welche sind das? Den habe ich gar nicht hier. Die sind in Säckchen. Oder die muss der Ton noch rausgeben erstmal. Ja, ich wollte gerade sagen. Also erstmal mit 1W3 würfeln. Ja, den habe ich nicht. Ach stimmt, die hab ich. Tonno, du musst rausgeben. die habe ich gar nicht hier. Das ist schön. Was ist das denn für eine Vorbereitung? Dann mach mal ein 1W6 geteilt durch 2. Okay. Also war auch eine Idee. Den D6, richtig? Ja, Mathematiker hier. So, dann stehen wir mal hin. 4er geteilt durch 1. Achso, habe ich gar nicht. Obwohl, ich habe ja vor meinem BlizzCon, habe ich ja eigentlich, hätte ich ja Würfel, aber dann kann ich ja bescheißen. Okay. Ja, 2. Mathematisch aufgerundet wäre 3. Ja, mathematisch aufgerundet wäre 3. Danke. So, und jetzt nehme ich den dann nochmal für den 4er, richtig? Ja, richtig. Gut. 5 und 6 ist einfach eine 0. Also was passiert? Sorry, ich war grad, fünf Lebenspunkte. Fünf Lebenspunkte noch. Ich habe gerade. Hast du weg? Du hast noch 3 übrig. Ja. Ja, aber er ist K.O. jetzt. Er ist sowas, ne? Von K.O. Er ist sowas von K.O. Das ist sowas von K.O. Und so, ich hätte trotzdem halt gerne von dir einen Stabilitätspunkt, weil du ihm ja schon fast zu Tode geschlagen hast. Okay. Du nimmst mir den Stabilitätspunkt. Du redest hier weg, mit dem oder Kerl, wie, oder was? Der in Boston den Waffenhändler mit der Waffe droht. Und ja, der soll beim K.O. schlagen von einem Studenten Stabilitätswurf machen. Wer soll jetzt Stabilitätswurf machen? Ich, Dave. Du kannst gar nichts machen. Stan, du bist K.O. Ich lieg wieder rum, alles klar. Okay. Das artet gerade irgendwie aus meinem Rocket Beans. Nein, warte. Habe ich gerade durch den... Du Alter, hast ja gesagt, Herkul, ich habe einen Stabilität und... Schnüss jetzt, Mensch! Ich habe mal eine Frage. Halt die Schnauze! Du hast keine Fragen mehr. Ich habe gerade einen Punkt bekommen für Stabilität, ne? Du hast keinen Punkt bekommen. Du hast einen Haken für die geschaffte Probe. Klar. Okay, alles klar. Dann heißt, ich bin immer noch bei 30 davon. Ja, du bleibst bei 30 auch für das Abenteuer. Ja, gut. Es sei denn, du verlierst welche. Ja, gut, klar, ist logisch. So, dann schiebe ich die mal. Vielleicht verlierst du ja jetzt welche, weil du das mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst. Ja, das ist ja richtig. Deswegen lege ich die jetzt erstmal dahin und jetzt fange ich an zu würfeln. Ich habe ja nur so einen 300er Ping. Das hat ja mit dem Würfelergebnis. 10. Das sieht doch gut aus. Geschafft. Shazam! Ja, hier. Dave kann damit ziemlich gut leben. Ja. Dave, Internet Profis. Yeah. Und wir kommen dann jetzt wieder zum Singen. Lauda, Lauda, si,
Mi Signore, laudato si. Mi Signore, laudato si. Mi Signore, laudato si. Mi Signore, laudato si. Und ich breche das mal wieder ab. Gott. Macht das Spaß.